Hey, mich so bald aber eine Geschichte lesen. Ich will von dir auch eine Geschichte lesen, die heute nie regeln. Von zwei Mäuse 20 verstreut sieben Tieren in Jakobus 2 verstehen. Sag ich, Lehrer, du ich uns von dir auch eine Schule, eine lange Streit nie regeln. Grinst Neil zu seinen Eltern. Heute sehe ich, wie ein Mäub von wo Eierhäusern Studenten oder wir. Ich weiß, die Kinder wir nicht so fern, aber diese Regeln sind ganz allmählich zu Nutzen kommen. Ich hoffe, du merkst sicher, dass du weißt, was die Regeln sind und dass du gehorsam bist, sagt Papa. Den nächsten Tag in der Schule brüllt Neil seine Bleistift weg. Heute kriegt Schwinn nur seine Nur Lehrer Deutsch und sagt, dass er wieder Druck mit einem anderen Student. Neil, sein Freund, Gerhard, so krank voran und Neil wiss, dass er heute immer mehr eure Shop Bleistiften aus empfehlen. Er klappert Gerhard an, chillt und fragt so schnell, als er kann: Kannst du mir einen Bleistift leihen? Meine ist feierbrillen. Neil schmeckt, rümmelt den Lehrer seine Stirn ganz laut. Du sollst nicht fischeln in der Klasse. Du hast ein von den Regeln gebrochen. Von der musst du drei. Du fährst, musst du 3 Stunden jeder Tag treu bleiben, für 1 Stunde nur die Schule. Nur die Schulzeit. Neil probiert mit aller Gewalt, den Lehrer dort zu erklären, warum er gefischelt hat. Aber der Lehrer hört nur nicht, was er sieht. Er fühlt sich wirklich schlecht über die Sache. Als Neil seine Eltern hören, was da passiert wäre, wären sie nicht so mutig mit ihm. Ich weiß, du glaubst, du hast eine gute Ursache, mit Gerhard zu reden, sagt Mama, aber du wirst sehr gut, was die Regeln wären. Du könnt deinen Hund nackt tun und wenn der Lehrer dir Freiheit gibt, dann kannst du am Frauen, als du eine Bleistift küsst, deine Bleistift küsst anschauen. Du deutsch Mautbalance, ein von den Regeln brechen. Du hast wirklich keine Ursache. Und keine Ursache zum Grumsäuen. Diese Strophe hast du dir verdient. Papa nimmt die Bibel und sieht, dort ist Zeit für unsere Familie und auch von der will ich lesen von Gott seine Regeln, die heute die Kinder Israeliten geben. Im Alten Testament. Heute dreht nur 2. Mose das 2. Kapitel. Oder das 20. Kapitel. Und los die Geboten wo du abgeschrieben wirst. Keiner kann all diese Regeln holen, sagt Papa. Wenn wir wieder lesen würden, dann würden wir sehen, dass Gott gibt nicht bloß die Regeln, aber auch die Strafe, wo du kommen würdest, wenn die Menschen nicht gehorsam wären. Wie die Strafe so euch als Lehrer durchziehen, fragt Neil. Nach so viel Euer, sagt Mama. Für was Sinn verlangt Gott den Tod? Gott nimmt Sinn sehr ernst, sagt Papa. Die Bibel sagt uns dort am letzten Tag, wenn wir vor Gott stehen und wir nicht recht vor Gott stehen, dann ist unsere Strafe der ewige Tod. Aber Gott hat so eine große Liebe für die Menschen, die er gemerkt hat, dass er schickt Jesus, um unsere Sündenschuld auf sich zu nehmen, sagt Mama. In der Strafe durchgehen, in unser steht, wie durch Gott seine Gnade und durch Jesus sein vergütet Blut, dort wir Leben haben. Jesus nimmt unsere Strafe und wir sind frei. Wenn wir dort annehmen,
Gott will haben, dort wie uns seine Kinder, dort wie uns seine Kinder reich leben und dort bewiesen, dort wie seine Kinder sind, sagt Papa. Wie aus deine Eltern sind ungestalt, die den reichen Weich zu lehren. Und dein Lehrer ist auch ein von dir, was eine Abgabe hat, die zu lehren, was reich ist und was auch reich ist. Wenn du nicht gehörsam bist, dann macht wie die Strufen, so dort du dort nächste Mal wirst den reichen Weich gehen, erwähl. Wie wollten dort du hast entschieden, Jesus nur zu folgen, und dort du hast deine Radung, dort du hast seine Radung angenommen. Nun fehlt dort bloß dort du lehren, der es gehorsam zu sein, so als Gott dort haben will. Ich sie sehr dankbar, dass Jesus meine Sinnen Schuld auf sich nahm und dort heute den Struf durchging für mich, sagt Neil. Aber diese Struf von meinen Schuldlehrer, wo ich doch wohl selbst machen durchgehen. Aber ein Ding wollte ich. Ich will niemals mehr eine Klasse verschlen für meinen Freund. Sehr gut, lach Mama, dann weit wie dort du hast von dir eine gute Lektion gelehrt. Dann seine Frau, weitst du dort du hast auch Gott seine Regeln gebracht? Hast du Trouble mit Gehorsam sein? Weitst du dort Jesus ist für dich gestorben und hat all deine Sünden Schuld betut? Die Bibel sagt uns dort, alle Menschen auf der Welt haben gesündigt. Du als keiner, kann Gott seine Regeln und Geboten holen. Dort kann bloß so ein Mensch, wo du ganz vollkommen ist und ganz ohne Fehler ist. Du als bloß ein Mensch, wo ganz vollkommen ist, je was. In dort als Jesus. Heu lebt hier ab ihr als ein Mensch und sündig niemals. Heu nimm unsere Struf ab sich, selbst als heu Kriegs sterben deut, für unsere Sünden in unsere Stirn. Für wot wie, wann wie dort annehmen, wot Jesus für uns getan hat, unsere Sünden bekannt in seine Vergebung annehmen, dann hast du keine eigene Strafe für uns. Dann sind wir Gott seine Kinder und wir werden hier so leben, als Gott dort gefallen hat. Gott hat uns Eltern und Lehrer gewählt, uns zu wissen, wo reich ist und wo Gott gefällt. Unser Aufgabe ist, gehorsam zu sein und so viel lernen von Gott uns wie uns wie kann. Zum Auswendig lernen, Römer 8, Vers 1. Dann ist nie nichts mehr zu verdammen und die in Christus Jesus sind, die nicht leben, als dort Fleisch verlangt, aber so aus der Jesus dort verlangt. Jesus trug deine Sinnen Schuld.